Hallo liebe Boxsportfreunde, wir sind heute hier in Rheinstetten bei der Firma Zenz zum offiziellen Wiegen der Battle of the Gladiators 4. Es erwarten uns 9 Profikämpfe, davon 6 Titelkämpfe. Es verspricht also eine spannende Nacht der Champions zu werden. Ich stehe hier mit Alexander, der White Tiger Petkovic, den GWU-Weltmeister im Schwergewicht. Und wir werden ihn einfach mal fragen, was er morgen zu dem Kampf zu sagen hat. Ich habe für den Kampf wirklich 12 harte Wochen hinter mir, jetzt kann ich es auch verraten. Ich werde morgen wirklich von der ersten Runde sehr vorsichtig in den Kampf rangehen, weil der Gegner kann selber, wie sein Kampfrekord sagt, auch hauen. Und das darf nicht in den ersten Runden entschieden werden. Und danach, desto länger der Kampf dauert, weiß ich, dass es für mich leichteres Spiel sein wird. Also Sie sind erstmal in der abwartenden Haltung und danach gehen Sie in den Angriffsmodus über? Ich werde auf jeden Fall ganz vorsichtig beginnen, aber wenn ich sehe, dass ich ihn auslocken kann in der ersten Runde, werde ich es auch tun. Wenn es länger dauern soll, dann soll es auch dauern. Also ich bin bereit auf 12 Runden. Wie lange der Kampf dauert, also werden wir morgen sehen. Dass die Presse schreibt, dass die Bestie den weißen Tiger zähmen möchte, das sehen Sie gelassen, oder? Natürlich. Ich habe jetzt, wie gesagt, 400 Kämpfe hinter mir. Am Morgen ist 401. Kampf und dass jeder Gegner hat, das hat mir gedroht, hat probiert, den Tiger wirklich zu zähmen, aber bis jetzt hat es keinen gelungen. Wir stehen hier mit Markus Fugner und ich werde ihn jetzt einfach mal interviewen, wie er morgen den Kampf für sich entscheiden möchte. Der Kampf wird morgen vorzeitig beendet werden. Ich glaube nicht, dass wir über 3 Runden gehen. Wenn, dann tut es die Kondition entscheiden, aber das werde ich nicht hoffen. Morgen ist Ihr 100. und letzter Kampf. Spüren Sie einen gewissen Druck, diesen Kampf für sich zu entscheiden zu müssen? Eigentlich schon, weil, wie schon gesagt, der 100. Kampf, ich habe nur 8 Stück verloren. Das wären dann 8%, damit kann ich leben. Was würden Sie Ihrem Gegner für morgen raten? Daheim zu bleiben. Wie fühlt man sich als gehandeltes neues Boxtalent? Ja, da fühlt man sich natürlich gut. Man ist stolz drauf, was man erreicht hat und man will mehr. Und der neue Gegner morgen, was sagt das Ihnen aus, dass Sie einen neuen Gegner haben? Ist das für Sie schwieriger in der Vorbereitung jetzt gewesen, noch kurz vorher? Nö, hat sich nichts geändert. Ich bin froh, dass er gekommen ist, weil er stärker ist wie der, gegen den ich eigentlich kämpfen sollte. Und ja, ich hau den morgen um, dann sehen wir weiter. Also Respekt habe ich vor jedem meiner Gegner, weil ich finde es schon mutig, wenn überhaupt sich ein Mädel zu mir in den Ring traut. Aber ich fühle mich super vorbereitet. Also mein Trainer und ich haben praktisch bis gestern noch trainiert und mehr ging nicht. Und ich gehe davon aus, dass ich gewinne. Was nehmen Sie sich für die Zukunft vor? Also ich will auf jeden Fall den Titel verteidigen und ich hoffe doch irgendwann in den nächsten 3-4 Jahren mal einen Weltmeistertitel zu schaffen. Das wär schon ein Traum. Vielleicht noch letzte Worte an die Gegnerin. Was würden Sie ihr raten? Hände hoch und die Deckung zumachen. Ansonsten geht's auf die Bretter. Wir stehen hier mit Moritz Schams und ich werde ihn jetzt einfach mal fragen, wie er morgen den Kampf für sich entscheiden will. Sie haben einen neuen Gegner. Was halten Sie von Ihrem Gegner? Gut, viel Information habe ich jetzt über den Gegner nicht. Aber ich bin auf alles gefasst. Das heißt, ich bin bestens vorbereitet. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Das heißt, der morgige Kampf werde ich auf jeden Fall für mich machen, also das heißt für mich gewinnen. Ja, ja. Wie beurteilen Sie Ihre Stärken in diesem Kampf? Ja, ich bin eher Striker, das heißt im Standkampf. Ja, aber wie ich schon erwähnt habe, ich hatte kurze Vorbereitungszeit gehabt, aber intensiv. Das heißt, da kann mir also keiner was
morgen sich hinsetzen. Das heißt, weder auf dem Boden noch im Stand. Ich stehe hier mit Thomas Maximilian Held und ich bin schon ganz gespannt, wie er den morgigen Kampfabend sieht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach dem Auftreten vergangenes Jahr vom Vince Feigenbutz sehr neugierig bin, weil der Kampf jetzt auf 12 Runden angesetzt ist und ich ihn vergangenes Jahr schon fantastisch fand und wir gerade mal eine Minute, glaube ich, soweit ich mich erinnere, Zeit hatten bis zum K.O. ihn zu erleben. Deswegen ist das eins meiner Highlights. Ich bewundere sehr den Alexander Petkovic. Der hatte eine Bandscheibenverletzung bzw. einen Vorfall vergangenes Jahr und steigt quasi mit Rückenverletzung in den Ring. Davor ziehe ich meinen Hut. Heute habe ich den Spartakus Markus Fugner kennengelernt privat und finde das so menschlich und sympathisch, was ich wirklich zugeben muss, dass auch dieser Kampf ein Highlight für mich ist. Die Kämpfer sind also heiß und es verspricht eine tolle Nacht am Samstagabend in der Europahalle in Karlsruhe zu werden.